zu wissen. Was plärt denn der jetzt rum? Hallo? Okay. Ist anscheinend nicht mehr bei guter Laune. Hallo? Der Mönch hat mich aus dem Chor geworfen. Das ist nicht fair. Ich hatte gar nichts getan. Also habe ich den Schlüssel zur Kapelle geklaut, ihn eingeschlossen und ihn meinem alten Vater gegeben. Okay, dann darfst du mir ja gerne mal sagen, wo der Schlüssel ist. Wissen Sie, wo ich die Moskibinos finden kann? Ach, die... Alle nicht killen. Das heißt, hier haben alle keinen Schlüssel. Jedenfalls keine, die ich leicht bekomme. Ich glaube, irgendwo da oben oder da drin kriege ich den Schlüssel irgendwie. Hallo? Meine Mama. Egal, ich versuche jetzt nochmal da auf die Leiter zu kommen, wo ich davor versucht habe raufzuspringen. Und ich breche das so lange, bis ich es geschafft habe. Ja, ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumgeguckt und dann ist mir dieser Raum hier aufgefallen, in dem ich noch nicht drin war. Den habe ich vorher wohl übersehen. Guten Tag. Kommen Sie doch herein und teilen Sie unser Mahl mit uns. Okay. Ich bin mal gespannt, was die sagen. Nervt mich. Ich nerv kein bisschen. Ich bin ein lieber Mann. Wissen Sie, wo das Dorf der Moskibinos liegt? Oh, das ist ganz schön weit. Nein, von uns hat noch keiner unsere Insel und die gute alte Mine verlassen. Okay. Das Essen ist fertig. Du hast gerade ein Stück Kuchen abgestaubt. Und? Wie finden Sie meinen Glühwürmchenkuchen? Glühwürmchen? Oh. Geht es Ihnen besser? Also ich muss schon sagen, das ist das erste Mal, dass jemandem mein Kuchen nicht schmeckt. Ich glaube, die ist beleidigt. Möchten Sie noch ein Stückchen Kuchen? Herzlichen Dank. Naja, ich weiß ja noch, der Typ da wollte ja Kuchen haben. Ach, verdammt. Na egal. Dann, hier für dich. Ho, ho, danke, mein Kleiner. Hör zu, irgend so ein Junge hat mir den Schlüssel für die Kapelle gegeben. Hier, nimm ihn. Ich weiß eh nicht, was ich damit anfangen soll. Wunderbar. Kann man eigentlich rein? Okay, hier werde ich glaube den Handschuh brauchen. Oh.
sich ja dann auch verteidigen. Muss ich mal, hier mal probieren. Hier, genau. Ich möchte zu den Moskibinos. Können Sie mir helfen? Aber du hast unser Fragment an dich genommen. Du hast ja gar keine Ahnung, was du da getan hast. Hör mir gut zu. Vor langer Zeit verurteilte unser Gott Dark Monk die Völker von Zelig dazu, ewig auf unserem Planeten zu leben, den er in eine Hölle verwandelte. Jedes der vier Völker erhielt ein Fragment eines Schlüssels. Diese Teile müssen regelmäßig bei einer großen Zeremonie zusammengefügt werden. Und wenn unser Volk seine Sünden gebüßt hat, wird uns Dark Monk von dem Fluch erlösen und Zelig sein ursprüngliches Gesicht zurückgeben. Nun ist er zurückgekehrt und wir erwarten alle die nächste und letzte Zeremonie. Halt dich also vor allem aus den religiösen Angelegenheiten unseres Volkes heraus. Aber ich will doch nur zu den Moskibinos. Dazu musst du die Dienste des Fährmanns in Anspruch nehmen. Er ist die einzige Verbindung zwischen den Inseln unter der Gaswolke. Frag mein Hausmädchen, sie wird dir sagen, was du tun musst. Wo ist die? Guten Tag. Der Mönch hat unseren Freund Jan bestraft, weil er den Schlüssel zur Kapelle verloren hatte. Aber das hat gar nicht gestimmt. Was meint er da hinten? Guten Tag. Ich finde das ganz gut, dass der Mönch den Jan bestraft hat. Den mag ich sowieso nicht. Der ist immer so fies zu mir und macht sich über mich lustig. Vielleicht liegt das auch daran, dass du so redest. Da würde ich mich auch lustig machen, ein bisschen. Na, wenigstens habe ich jetzt wieder Kleeblätter bekommen. Muss mal gucken, da hinten war ja der kleine Balk, aber... Ah, jetzt ist die Mutter nämlich auch da. Guten Tag. Ich habe den Mönch gefragt, wie ich zu den Moskibinos komme. Und er hat gesagt, ich soll bei Ihnen nach dem Fährmann fragen. Aber natürlich, das ist ganz einfach. Sie müssen ihn mit Juwelen bezahlen, damit er sie mitnimmt. Aber zuerst muss man ihn rufen. Dazu stellen Sie sich ans Ende des Landsteges und singen. Hören Sie gut zu und merken Sie sich das Lied. Fährmann, ich muss übers Meer, bring dein Boot zu mir hierher. Ein Edelstein bezahlt die Fahrt, wenn das Land nur recht bald naht. Du hast gerade das Lied des Fährmanns gelernt. Mit diesem Lied kannst du zur Insel der Moskibinos gelangen. Juhu, ich kann jetzt zur Insel der Moskibinos. Juhu. Also los. Okay, wo war nochmal diese komische Brücke? Ich glaube da hinten. Okay, jetzt muss ich mich, soweit ich weiß, hier hinstellen. Und dann das hier. Mann, ich muss übers Meer. Bring dein Boot zu mir hierher, ein Edelstein bezahlt die Fahrt, wenn das Land nur recht bald naht. Wunderschön, aber egal, jetzt muss ich dann auf den Fährmann warten. Und da ist er ja schon. Eine sehr düstere Gestalt. Guten Tag. Wer über den Feuerozean will, muss einen gerechten Preis dafür bezahlen.
Die Überfahrt kostet 4 Juwelen. Wohin willst du? Auf die Insel der Moskibinos. Zum Glück hatte ich gerade so viele. Ich weiß gar nicht, wie viele Juwelen ich hatte. Ich wusste nur, dass ich schon in etwa 5 Stück haben müsste. Aber ich wusste auch nicht mehr, dass er 4 braucht. Hatte ich also ein wenig Glück. Du hast ein Juwel auf. So, wie viel habe ich jetzt noch? 2, okay, dann nicht vor 5. Du hast ein Juwel auf. Hi. Was machen Sie hier? Lol. Naja. Ich muss mit eurer Königin sprechen. Festhalten! Mein Freund, der Rebell, hat mir bestätigt, dass du Twinsunia bist. Er hat an den Missionen teilgenommen, die zu deinem Planeten geführt haben. Und er hat gesehen, was die Soldaten und der Kaiser tun. Wir wissen, dass der Kaiser und Dark Monk uns belogen haben. Dass sie eure Magier und Kinder entführt haben. Aber was tust du hier? Ich brauche eure Hilfe. Dark Monk und der Kaiser haben einen Reaktor auf dem Smaragdmond bauen lassen. Sie haben vor, ihn bei der nächsten Zeremonie, für die Dark Monk das Wunder versprochen hat, auf meinen Planeten abzuschießen, um ihn zu zerstören. Und was können wir tun? Das Kontrollzentrum liegt auf dem Eiland CX und der einzige Zugang ist der Gang, der unter der Gaswolke beginnt. Die Rebellen oben haben mir gesagt, dass die Rebellen hier unten mir helfen würden. Kannst du das beweisen? Das ist unser geheimes Erkennungszeichen. Ich glaube, er sagt die Wahrheit, Euer Majestät. Aber er ist kein Moskibino. Du wirst deinen Mut beweisen und den Wahrheitstest bestehen müssen, um einer der unseren zu werden. Erst dann werden wir dir helfen. Hör mir zu, Twinsunia. Nimm eine Waffe, die hinter einer der Türen steht. Tu, was du kannst. Andere Regeln gibt es nicht. So, jetzt muss man, glaube ich, irgendwie die Dinger hier abschießen oder so ähnlich. Schlüssel bekommen, dass man da reinkommt. So darf man glauben nicht.
da drin ist nichts mehr, denke ich mal. Wann komme ich in das nächste rein? Sehr komisch irgendwie. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, einen Schlüssel oder irgendwas in der Art bekommen zu haben vorher.